Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute haben wir eine kurze, aber sehr, sehr interessante Info am Start. Und zwar wurde vielleicht gerade das neue FIFA 18 Kartendesign geleakt. Ja, wir schauen uns das Ganze direkt mal an, ohne lange zu schnacken. Und zwar sehen wir hier einen Spieler von Hoffenheim. Da hat auf jeden Fall TSG Hoffenheim ein Video auf Facebook veröffentlicht. Und da ist in einer kurzen Sequenz zu sehen, dass hier eben so eine Karte liegt. Ja, ob das jetzt wirklich die FIFA 18 Karte ist oder nicht, das weiß natürlich keiner, aber es könnte halt wirklich die Karte sein, denn jetzt mal ganz ehrlich, was soll das sonst für eine Karte sein? Das würde ja jetzt nicht die FIFA 19 Karte sein oder die FIFA 10 Karte oder so. Das müsste ja eigentlich die FIFA 18 Karte sein. Und das Design ist auf jeden Fall sehr, sehr anders. Und zwar sind Position, Verein und Nation auf der linken Seite abgetrennt mit einer extra Spalte. Der Chemistry-Style ist hier nicht zu sehen. Ja, das ist einfach hier irgendein Verteidiger von Hoffenheim. Die Werte sind natürlich auch noch nicht eingetragen, aber das könnte das neue Kartendesign sein. Und es ist halt wirklich extrem anders. Es ist wirklich eben so, ja, ein bisschen gegliedert, würde ich jetzt mal sagen, in so zwei Teile. Einfach links diese ganzen Informationen und rechts dann eigentlich nur das Spielergesicht und halt eben die Werte. Ich finde es sehr, sehr interessant. Schreibt mir auf jeden Fall unbedingt eure Meinung dazu in die Kommentare. Glaubt ihr wirklich, dass das neue Kartendesign ist? Ich kann es mir, wie gesagt, sehr, sehr gut vorstellen. Das Video müsste auch noch online sein auf Facebook, auf der offiziellen Seite von Hoffenheim. Da ist das, glaube ich, bei Sekunde 33 oder 39 oder so zu sehen. Irgendwas um den Dreh. Und ja, Freunde, das war es an sich auch schon wieder mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, falls ihr mehr so aktuelle Infos haben wollt, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare. Und dann bin ich auch schon raus. Und sorry, was ich vergessen habe, natürlich den Gordon verlinke ich noch, unbedingt den Kanal abchecken, unbedingt Abo dalassen, denn er hat mir das auch mitgeteilt und da bin ich ihm natürlich sehr dankbar und das auf jeden Fall abchecken ist auch in der Beschreibung drinnen. Wir sehen uns im nächsten Video und ciao!